Johnny, grüß dich. Schön, dass du da dabei bist bei unserer Doku. Freut uns, dass wir aus Nainstal unsere prominenten Vertreter dabei haben, mehr oder weniger. Ich würde dich bitten, wie ich schon viele gebeten habe, dass du auch erzählst, wie du so angefangen hast bei Eichhorn und wie du dann nach Kapfenberg gekommen bist und wie der Weg zu Rapid Kapfenberg einmal war. Also ja, meine Fußballerkarriere hat eigentlich beim SV Haus angefangen. Ich habe gleich mit 3 oder 4 Jahren meinen Papa schon zum Training mitgenommen. Habe dort bis zur U12 gespielt, bin nachher nach Schlamming gegangen, weil eben in die U13 hat es in Haus nichts weitergegeben. Nachher war ich 2 Jahre in Schladming oder 3. Und dann war ich eben genau da am Sprung Richtung Kapfenberg, bin nebenbei noch LAZ gegangen, in Steinach, also die Schule. Ja. Und dadurch ja auch später 98er bin, war das eben so, bin ja ein Jahr früher zur Sichtung gegangen eigentlich. Und bin halt nachher schon in der 4. Haupt- oder Gymi halt nach Kapfenberg gekommen. Ich glaube, da war ich 13. War insgesamt, glaube ich, 7,5 Jahre beim KSV oder in den ganzen Konzernen, wenn man so sagen kann. Und ich glaube, eh noch 2 Jahre U17 bin ich noch und eh zu den Dimmlacher gekommen, wo es immer Gaudi war, herzlichst aufgenommen, das ganze Konzept, Konstrukt mit Sportbuffet und die Leute, was dort gearbeitet haben. Also da sind wir als jungen Spieler sicher nicht kurz treten, sagen wir so einmal. Also wir sind da volltätig unterstützt worden, egal ob es jetzt deinerseits ist, Christian, oder ob die Patrizia da war, ob Masseurin, der Kerndom war immer dabei. Das ist Verpflegung und das alles, ob der Karl-Heinz Kubisch dabei war, was immer 300% gegeben hat für seine Mannschaft, das war schon. Darf man sich nicht beschweren. Ja, war eine wunderschöne Zeit, mit euch genauso wie mit vielen anderen Jahrgängen, aber wir haben ja auch viel Spaß gehabt. Wenn du vielleicht kurz erzählen magst, wer deine Trainer bei uns waren und wie es dann so für dich weitergegangen ist. Jetzt direkt die Trainer bei den Rapidler. Ja, genau. Ich glaube, wie ich aufgekommen bin in die Oberliga, da war der Schürrle-Trainer. Ja. Ja, also für mich einer von den besten Trainern, muss ich ehrlich sagen, was ich gehabt habe in Kapfenberg. Er hat es zwar dann nicht immer einfach gemacht oder so, aber dafür hat er die besser gemacht. Und es ist eigentlich das Ziel als Jugendspieler, man. Es ist keiner da, wie kann man zum Däumchen drehen oder irgendwas, jeder wird besser werden. Bei einem Konkurrenzkampf in der Mannschaft wird man besser, wenn der Trainer dich fordert, wirst du besser. Also von dem habe ich schon viel mitnehmen können. Dann war, glaube ich weiß nicht, was für eine Reihenfolge, der Meier Karl war mein Trainer. Genau. Ja, so von Karl ganz viel mitnehmen können. Also so menschlich ein klasse Typ, finde ich ganz, ganz super passt. Dann war der, ich glaube, der Lubo, ja, so in Lubo habe ich schon, glaube ich, in der U17 einmal gehabt. Also ich habe mich mit Lubo immer gut verstanden. Er hat auch von mir viel gehalten, glaube ich. Und nachher kommst du als Spieler eigentlich immer, fühlst du dich einfach immer viel besser, so, was dich jetzt betrifft. Wenn ein Trainer viel auf dich haltet, nachher ist das natürlich sicher nichts Schlechteres. Es Und gibt dann, ich noch glaube, ja, na, es ist für die im Endeffekt ein bisschen Hilfe von Trainer brauchst du immer oder das Vertrauen noch. Und vor allem, wenn du noch jung bist und in einer Liga spielst, was du vielleicht noch nicht reif bist oder so, da sieht man immer, dass man am Anfang ein bisschen holprig eigentlich startet. Und wenn die da der Trainer unterstützt, glaube ich schon, dass das ein Teil dazu beiträgt, dass der Erfolg schneller kommt. definitiv, definitiv. Ja. Hast du vielleicht da irgendeine Anekdote zum Schurli noch, was da besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja,
Da kommen jetzt mehrere in der Zehn. Ob das jetzt auf dem Platz oder nicht auf dem Platz, das ist halt. Also ich hätte gerne eine vom Platz und eine außerhalb vom Platz. Also außerhalb vom Platz ist einmal eine, da waren wir im Internat, ich mit Brunnerflo, mit Bono im Zimmer. Und ich glaube, der Michi, der Krämer, war einer in der WG. Mhm. Ich glaube, wir haben FIFA gespielt oder irgendwas. Und auf einmal klopft es an der Tür um 11 Uhr am Abend oder um 11:30 schon. Duscht es. Wer ist das? Schurli steht vor der Tür. Ja, machen wir auf. Duscht ein ins Zimmer. Folgt er. Hey, ich habe Hunger. Habt ihr Toast? Der Michi sagt, nein, wir haben keinen Toast. Der Schurli schaut ihm so an. Gib mir Toast. Also der Schurli war schon sehr gut wert. Also mit dem haben wir und Anekdote auf dem Platz. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Haben wir ein Match gehabt am Kunstrasen. Irgendwer hat sich verletzt, ich weiß es nicht. Der Schurli brennhaß, weil wir ein bisschen hinten waren, glaube ich. Der hat halt gewinselt voller Schmerzen und der Schurli ist reingegangen mit der Wasserflasche und hat ihm die einfach so ins Gesicht eingedruckt, das ganze Gesicht voll gespritzt, dann hat er aufgezahlt und weiter geht's. Aber das war halt Schurli seine Mentalität, für das war, der hat halt immer Gas gegeben, aber das war halt, aber mit dem hat man super viel ernst reden können, muss man sagen. Also bei dem war es nicht nur Halligalli und Vollgas und Bass sein, mit dem hat man auch ganz normal vernünftig reden können, was sie, wenn du besser nicht kennst, was du davon nicht vorstellen kannst. Das ist richtig. Das kann ich nur bestätigen. Einfach eine Legende, kann man so sagen, oder? Das ist absolut, absolut, ja. Also von dem hat man einfach am meisten im Hinterköpfchen. Einfach, ich weiß nicht, das ist halt der Schurli. Das ist. Stimmt. Kann man nicht so richtig beschreiben. Wenn, bei Rapid Kapfenberg, kannst du dir an spezielle Spiele mit ihm erinnern bei Rapid Kapfenberg? Das eine oder andere? Wow. Ich glaube, ja, ich weiß noch genau, wie wir die Relegation gespielt haben gegen Unzmarkt. Genau. Da waren wir zuerst. Da habe ich, glaube ich, eine halbe Saison bei den Rapidler 2 gespielt, weil ich verletzt recht viel war. Und dann bin ich aufgekommen für die Relegation. Und nachher hat er zu mir gesagt, war in der WG. Und nachher haben wir jetzt ein bisschen plaudert. Und dann habe ich gesagt, ja, dass ich die zweite Runde spiele. Also ist das Rückspiel halt Spiel ganz gut geredet und also auf mich haltet, nein, da. Und da, ich glaube, da haben wir, glaube ich, 4-0 gewonnen oder so. Da hat eh alles gut gepasst. Und ja, nur 0-17. Es waren auch immer. Auch wie wir da in Jenersdorf waren, bei der U17 mit Schurli, wie wir da ein Turnier gespielt haben, das war auch, also mit Schurli haben wir schon auch recht viel durchgemacht. Das stimmt. Wunderschöne Zeit, in Wahrheit. Unzmarkt war ja besonders erfolgreich dann, weil wir dann uns damals noch ein Jahr verlängert in der Oberliga gehalten haben. Ja, genau, da habe ich nachher nur mehr das halbe Jahr gespielt, glaube ich, nachher bin ich zu den Amateure aufgekommen. Genau, für diese der Weg dann auch bis zu den Profis aufgegangen. Vielleicht genau. Kurz was erzählen, weil das interessiert ja unsere Zuschauer, wie es dann weitergegangen ist für die. Ja. Eben noch der Zeit bei Rapid Kapfenberg, dann bin halt bei die Amateure oder gleich im Einzelkader gelandet, sagen wir so. War recht unerwartet, sage ich jetzt nicht. Also man hofft schon, aber ich habe gleich einen Vertrag gekriegt und es ist alles recht schnell nachher auch wieder gegangen. Sehr gefreut mich und habe auch recht, also bei den Amateure habe ich immer mehr Spielzeit gehabt. Leider halt durch einige Verletzungen immer wieder zurückgehört worden. Patellasehne und Nasenbeinbruch und alles. Habe ich dann nicht so in den Weg gehen können, wie ich eigentlich wollte. Und nachher halt am Ende, habe zwar ein paar Einsätze gehabt, 3-4 Kurzeinsätze in der zweiten Liga auch. Bei die Amateure war ich nachher nicht Kapitän auch schon. Ja. Und ja, ich glaube 2019 ist das nachher alles beendet worden mit dem Kreuzbandriss. Das ist natürlich auch schmarrn, immer solche schweren Verletzungen. Ja, das ist immer so, wenn du mit einem Außenständigen redest oder so und der sagt, ja,
Ob ich jetzt nur Fußball nicht und so, ja, das wird was, das passt. Und was tust du, wenn es dir verletzt? Sagst du, nein, das passiert eh nicht. Es passiert doch, so schnell kann es gehen. Also, da in dem Fall, es kann jeden erwischen. Das ist, du kannst noch so sportlich oder noch so gut durchtrainiert sein, wenn. Ich aus, wenn du im Rosen hängen bleibst oder sonst irgendwas oder irgendein Fall. Ja, das ist. Für das geht es einfach schnell und wird schon zu robust gespielt, sagen wir manchmal. Aber wir sind unser Risiko bewusst. Das ist in jedem Beruf so, ob du jetzt Skifahrer bist oder irgendwas anderes. Das musst du mit dir im Klaren sein und da geht es gut, da geht es nicht gut. Aber ich bin froh, dass ich soweit jetzt wieder zu 100% genesen bin und bin jetzt im Hobbybereich tätig. Ist auch super. Ich hoffe, du denkst dann natürlich an unsere Zeit zurück. Die Kapfenberger Zeit und speziell an die Dimlocher Zeit. Ja, also ich weiß noch genau, wie ich meine Sachen gepackt habe, also wie ich mein Kreuzband gerissen habe und wie ich die Sachen gepackt aus der Wohnung gefahren bin. Also da drückst du schon gar ein, zwei Kerntel aus. Also wenn du nicht mit so viel Herzblut dabei bist oder so, das ist halt dann ganz was anderes. Du lernst so viel Leute kennen, du hast so viel, findest neue Freunde nur durch den Fußball. Das ist jetzt egal, ob es jetzt in Dimloch ist, am Schirmitzum, im Stadion oder nur in der WG. Also das muss ich schon sagen, das ist eine große Erfahrung gewesen. Und dadurch, dass eigentlich drei Vereine fast gibt, bei Kapfenberg lernst du überall die Funktionäre kennen und es ist einfach jeder lieb, das muss man schon sagen. Sicher gibt es ein paar wahnsinnige Fegel, aber die gibt es eh in jedem Verein. Genau, da recht hast du. Aber ich sage, im Großen und Ganzen würde ich alles wieder so machen, egal ob es jetzt wieder gut läuft oder nicht schlecht, aber es ist einfach eine riesengroße Lebenserfahrung, was man da macht. Und das kann dir ja keiner mehr nehmen, das genau. Finde ich halt. Für das steht ja unser Sport und speziell auch unser Projekt in Kapfenberg, dass das so ist. Nachdem wir ja fast den Papa dabei gehabt hätten, der hat sich auch in dem noch ganz gut gefallen. Vielleicht kannst du stellvertretend für ihn da was sagen. Vielleicht holen wir ja auch noch dazu. Aber ich glaube, er macht es nicht so schlecht, taugt auch nicht. Nein, ich glaube, ja, der Papa, ja, er lebt halt den Fußball. Und wenn es nur einen gibt, der das gleich lebt wie er, nachher findet er immer einen Draht zu dem. Mhm. Und wenn es, so wie es in Dimloch, wenn es da 5, 6 gibt oder Väter nachher, ist es natürlich alles viel schöner und kann man mit viel mehr Freude in die Burma zuschauen, sagen wir so einmal. Das ist ja. Ganz genau. Und er hat jetzt so die Hardcore-Fans gezählt, weil er war ja quasi in der berühmten Südkurve. Ja, der Papa war ja bei jedem Spiel, das war, also meinerseits, er hat mich immer unterstützt, er wird mich unterstützen, den Verein, wo ich spiele, den wieder unterstützen und das, ob das jetzt die Rapidler sind, die Schirmitzer, aber ich glaube, das hat er sehr mit dir auch genossen, Christian, dass eigentlich ist auch echt gut zusammengegangen, muss man sagen. Und ich glaube, das hat, da ist der Papa nicht auf die Nosen gefallen, sagen wir so einmal. Das. Und das hält sich ja über die Vereinsgrenzen und auch die lokalen und geografischen Grenzen hinweg. Weil immer, wenn wir freuen wir uns natürlich. Ja, sicher. Und wird das ein oder andere Kracherlein genommen, das muss man auch dazu sagen, fairerweise. Ja, für das ist er ein bisschen berüchtigt, oder wie sagt man das? Also. Berufsbedingt, das muss man ja ganz ehrlich, macht sich nur geschäftlich. Ja, das ist natürlich alles beruflich. Und durchsteht kann man natürlich auch ab und zu. Ja. Abschließend möchte ich dich noch gern fragen, ob mit wem du noch aus deiner Dimlocher Zeit Kontakt hast und wie sie das darstellt noch für dich. Also am meisten Kontakt habe ich mit Fischer, mit Daniel. Wir kennen uns schon ewig vor Kapfenberg-Zeiten, weil er eben aus der Nähe gleich kommt, haben uns trotzdem in Kapfenberg
ein viel besseres Verhältnis jetzt ist es geworden und sind beste Freunde. Wir haben immer Kontakt, haben wir immer zusammen gespielt fast. Da hat man halt auch recht viel Geschichten gemeinsam erlebt, sagen wir so. Wir haben noch und lang zusammen gewohnt am Schirm mit zusammen. Da passiert auch einiges. Also mit Bono habe ich recht, also hin und wieder Kontakt, muss ich sagen. Leider ist es halt immer, jeder geht einen eigenen Weg oder schlägt einen anderen Weg ein und sicher sagt man immer, dass man sie immer schreit und so, aber wenn sie die Wege ein bisschen trennen, gehen auch so Freundschaften verloren. Das wird es immer geben, finde ich. Das wird es leider immer geben und das bringt das Leben so mit sich. Ja, mit dem Zoche habe ich noch recht guten Kontakt, muss ich sagen, denn mit dem bin ich ständig in Austausch. Mit dem war ich 2019 im Urlaub und alles, das, also wir pflegen ein richtig gutes Verhältnis, würde ich jetzt sagen. Das ist. Und sonst. Dass dann trotzdem das ein oder andere hängen bleibt? Ja, sicher. Also der Fußball verbindet halt, das ist halt das Schöne, muss man sagen. Das ist wirklich schön, weil das ist nicht nur so ein Spruch oder Plattitüde dahergesagt, sondern das. Das ist, wie sie jetzt dann, oder du mit Schladming bei uns gespielt habt, da, es war schön, dass wir uns alle wieder gesehen haben. Und, das ist halt. Wenn Papa. Das ist ein Homecoming oder was? Ja, das ist halt, du, im Endeffekt kennst du, egal, jetzt sind es halt 4 Jahre jünger, die Spieler, aber ein Bild kennt man sie ja. Es ist ja. Man ist nicht fremd, du kennst die Leute, du kennst die Orten, ob das jetzt der Jürgen ist oder irgendwas, das ist ja, ob es die Kubisch-Familie ist, das sind ja alle ganz, ganz, ganz liebe Leute, muss man sagen. Es ist die Danos für die, wenn du ihnen nichts tust, werden sie die auch nie was tun, die unterstützen die mit Karl-Heinz, habe ich sowieso eine super Zeit gehabt im Kapfenberg, finde ich. Stimmt, der reißt sich wirklich immer den Arsch auf, das muss man ganz. Nein, von dem, für Hut ab, der ist schon sehr zum Schätzen, sage ich jetzt einmal. Weil die Stunden, was er investiert und die Leidenschaft, das findest du halt auch nicht in jedem Verein, muss ich sagen. Genau, so ist es. Deswegen bin ich ja ganz froh, dass ich ihn als Trainer habe, wenn ich ehrlich bin. Ja, und für die Burma ist er ja ein Traum eigentlich, muss man sagen. Weil sie schneiden immer besser, ob die Team noch jetzt auch, muss man sagen, in der Unterliga. Ich bin immer jetzt vorne mit, ja. Da darf man. Was ja zu unserer Zeit noch nicht so war, weil wir haben im Herbst eh aufgeklärt und sind erst im Frühjahr richtig gekommen, wenn es der Ring ist. Ja, war halt noch eine Liga her, aber es war halt so, wie es ist. Vielleicht war man ein Bild schlecht, oder? Nein, um das geht es nicht. Wichtig ist, dass aus euch alle trotzdem was wird, egal in welchem. Ja, nein, das ist auf jeden Fall so. Also ich glaube, jeder schlägt dort seinen Weg ein, das, was einem taugt. Jetzt sicher schon findest du also vielleicht ein paar auf. Das dauert für mich nie in Frage gehen, dass ich zum Fußballspielen aufhöre. Das ist dann mit 43 hoffentlich der Fall, wenn ich Knie mitspielen so lange. Dann darf ich auch in Ruhestand gehen, ja. solange ich Spaß am Fußball habe. Würde jetzt nicht aufhören oder irgendwas oder an das denken. Perfekt, perfekt. Das ist eine wunderbare Einstellung, deswegen mögen wir dich auch so gern und deswegen warst du ja immer bei uns ein super toller Spieler, aber auch ein super toller Mensch. Ich würde mich freuen, wenn wir hoffentlich nach Corona wieder einmal ein Legendenspiel oder so machen. Wenn ich dich einladen darf und vielleicht schaust du dann einfach kurz vorbei, aktiv oder einfach nur so. Ja. Also wenn du dich zulässt, das ist natürlich immer die höchste Prämisse, aber kann durchaus passieren. Ja, wenn du dann 10er brauchst, gell, bin ich immer da. Okay, ich hätte Ja. Und ein Posen und ein Bier nach dem Spiel nachher passt, das glaube ich. Das werden wir zusammenbringen. Ja, das ist. Ja. Das wäre echt klasse, wenn wir sowas. Wäre sofort dabei, muss ich sagen. Super. John, es hat uns viel Zeit. Danke, dass du dabei bist. Ebenso. Ja, gerne. Wir sehen uns eh Zeit.
Hoffen wir im Frühjahr schon, vielleicht. Ja, vielleicht geht es ja mal aus, dass er spielt zwar schon geht, oder. Genau, oder vielleicht, wenn unsere Amateure umspielen, falls geht, ja, dass wir aufkommen. Ja. Schauen wir. Das wäre klasse. Super. Alles Gute, vielen Dank und bis bald. Ich sag danke. Tschüssi. Bis bald, Pauli. Alles Gute. Okay, danke. Ciao. Ciao, ciao.